mit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Engladrim zu einem neuen Part Minecraft Anor mit dem Zwergenfürst. Da wären wir wieder in der heimischen Kellerlagerungsstätte. Im letzten Part sind wir hier angekommen nach einer langen Reise. Oh, da draußen ist es Nacht. Da sollten wir wohl drinnen bleiben. Erstmal unser Zeug hier verstauen. So sieht's aus. Lang hat es gedauert, eine schwere und große Reise war das. Jetzt haben wir vieles gesammelt, das Inventar ist voll mit Schätzen, die wir mitgenommen haben aus dem Orgus-Anwesen. Da sind wir rausgeflüchtet, aber die wir auch in der Wildnis und im Villagerdorf gefunden haben. Ja, dann würde ich mal sagen, Waffen. Was habe ich hier an Waffen? Ja, die Eisenhacke können wir hier mal unterbringen. So, müssen wir mal gucken, wie wir das alles verstauen können. Und ja, wie wir das wieder loswerden. Wo wir das eigentlich loswerden, aber wo wir die Kisten hernehmen. Manche Sachen sind vielleicht neu und brauchen erst ja, neue Truhen. Aber schauen wir mal. Da haben wir weißen Teppich. Weiße Wolle, da kann das hin. Hellgrauer Teppich kann unter hellgraue Wolle. Schwarzen Teppich haben wir noch nicht. Noch mehr weißer Teppich. Ja, dann machen wir das doch so. Dann war noch roten Teppich. Genug haben wir von dem roten Teppich da. So, ja, jede Menge. Oh, Bücher haben wir ja, das können wir gleich in die Kiste dafür tun. Heute wird ja mal ein bisschen sortieren zum Anfang. Zum Anfang. Grauer Teppich. Okay. Graue Wolle. Na dann würde ich mal sagen, so hier passt das also doch. So, Nahrungsmittel. Ja, die müssen wir als erstes mal verstauen. Hier eine Nahrungskiste. Da hätten wir Karotten. Noch mehr Karotten. Kartoffeln. Rote Beete. Rotbeete-Samen, selbstverständlich. Haben wir hier noch was? Ja, das Zombie-Fleisch, verrottetes Fleisch, Weizen, sehr schön. Pilz, ja, das können wir auch gleich mal da mit reinmachen, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob man das essen kann. Sonst wären wir noch high vom Pilz. Ja. Dann geht's um so wie in Katamari Damacy. Ja, ich nehme das tatsächlich hier gerade am Stück auf. Also ich habe davor gerade das letzte Katamari Damacy gespielt. Wahrscheinlich haben wir es auch schon rausgebracht. TNT hier in die Truhe ist ein verrücktes Spiel. Haben wir auch mal letztes testet. So, Bücher. Okay, jetzt haben wir wirklich richtige Bücher. Nicht nur solche Nachrichtenbücher. Was heißt nur? So, Waffen haben wir keine mehr. Obwohl, das Brot könnten wir hier noch ablegen, auch wenn das nicht wirklich als Waffe zählt. Wassereimer und Eimer, ja.
Verzeihung, ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, ich habe das rausgeschnitten. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Ich habe gerade ein bisschen gehen lassen. Ich hatte Fichtenbretter. Ja. Fichtenholz. Stöcker. Sticks. So, dann ist das Inventar doch schon fast wieder leer. Alles rund ums Vieh. Ja, hier kann das näher rein. Kaninchenfell, ja, auch sehr wertvoll. Behalten wir uns. Da haben wir den Sattel, die Knochen. Den Sattel hätten wir gebrauchen können in der Wildnis. Müssen wir dran denken, das nächste Mal mitzunehmen. Ja. Haben wir denn genug für eine neue Kiste? Dann öffne ich gerade noch eine neue. Ich meine, wir haben genug, aber ich hätte gerne noch eine neue Kiste. Hier. Werkbank. Kiste. Eine Truhe. Achso, eine Truhe heißt das. So, zack, hier. Und ein Schildchen bräuchten wir noch dafür. Schild. Wo finde ich ein Schild? Hier in der gleichen Ebene oder muss da woanders hingehen? Zu. Ja, wo? Shisha-Schilder. Nein, keine Shisha-Schilder. Schilder. Einfache Holzschilder. Hatten wir die gleich? Ah, hier waren sie. Okay, da brauchen wir Sticks für. Einmal umdrehen. So praktisch ist das hier. Zack, Stock. So. Eine Werkbank. Wo war's? Mein Kurzzeitgedächtnis. Hier. Ein Dreier haben wir gleich. So. Eine Kiste voller Dreck. Ja, einfach mal so aus. Einfach mal so, falls wir es mal brauchen. Hier Erde. Können wir Erde reintun. Falls wir mal irgendwie einen Hügel erweitern wollen oder so. Ist vielleicht mal ganz sinnvoll, eine Kiste voller Dreck zu haben. Denke ich mir einfach mal. Ist vielleicht nicht ganz so schlecht. Ist nicht ganz falsch. So. Das Bett kommt wo rein? Bei Wolle mit rein oder wo machen wir das? Okay, da sind die Erze drin und so weiter, die guten Mineralien. Da können wir den Markt noch mit dazu tun. Boah, okay, wir haben genug. Goldklumpen haben wir auch ein bisschen noch was. Ja, okay, die Sticks muss ich wieder loswerden. Ein Blümchen habe ich noch. Die schönen Blümchen, die wir mal anpflanzen wollten. So, wie kommen die hin? Waffen, Munition und Co. Bücher und Co. Ja, hier, da kommen sie mit rein. Orange Tulpen. Der Flieder. Die Marguerite. Können wir hier mal mit rein machen. Da unten hin. Ja, nice. Ein Spinnenauge haben wir auch dabei. Was wir nicht so alles schon gesammelt haben. Müssen wir mal gucken, was wir damals so alles anfangen können. Oh, draußen ist wieder Tag, habe ich gesehen. Das Bett kommt hier mal mit rein. Stöcker. Bett. Ja. Das Schwert behalten wir mal und legen. Okay, die Rüstung habe ich noch an. Packen wir wieder mit zur Rüstung. Falls wir mal mehrere Rüstungen haben, können wir hier im Keller mal eine Rüstungssache aufmachen. So sieht's aus. So. Alles klärchen. Haben wir einen Bauvorrat. Falls wir mal wieder was bauen wollen. Ja, das ist mir nicht schlecht. Können wir mal gucken. Was wir so alles bauen wollen. Nein, nicht wieder anziehen.
gucke nur mal hier an den Ständer dann machen, an den Klamottenständer. Ja, Mann. Leute, von ihr so denkt. Rüstungsständer. Pats. So. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Auch wenn ich diese Etage noch nicht wirklich gebraucht habe. Warum zum Geist ist hier Redstone drin? Können wir mal entlernen hier. Kann man ja eh nichts mit. Das finden wir hier nie wieder. Auch wenn wir hier mit dieser Etage noch nie wirklich viel anfangen konnten, hätte ich gern Lust darauf, da oben mal noch das Dach abzureißen und da mal irgendwie eine Terrasse drauf zu bauen. Einfach eine dritte Etage. Ist mir gerade danach. Können wir irgendwann mal. Müssen wir wahrscheinlich für ein bisschen Holz sammeln. Aber ja. Das wäre mein Ziel. Dass wir mal ein bisschen Essen machen. Wir haben genug Essenszeug hier. Das ist doch cool. Pilz, Samen. Na, Eichensetzling kannst du zurücknehmen. Gitter kommt gleich zum Eisen hin. Glas, okay, wusste gar nicht, dass ich zu viel Glas habe. Okay, Eier von mir aus. Der goldene Apfel. Achso, das ist ein anderer goldener Apfel. Ein verzauberter roter goldener Apfel. Mhm. So. Holz, haben wir davon was? Na, Setzling könnte man vielleicht hier rein tun. Falls wir mal Eichen pflanzen wollen. Als Anpflanzaktion. So. Steinstufe. Dann da drauf. Boah, die Steine. Die ist das echt voll. Keramik. Wow. Hier haben wir viele Steinsorten. Können wir mal gucken, was man da wieder baut. Haben wir auf jeden Fall was. Nein, nicht eine Ikone. Eisen. Das gehört hier mit rein. Okay. Redstone gehört da auch mit rein. Nice. Eisen haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Davon können wir uns noch ein bisschen was machen. Ja, das habe ich gesucht. Den Netherstein. 13 haben wir nur davon. Naja, gut. Nether Quarz. Mit 13 Steinen kann man jetzt nicht großartig was bauen. Müssen wir vielleicht nochmal in den Nether gehen und ein bisschen mehr Steine holen. Könnte man vielleicht irgendwie so ein bisschen was Rotes, was Nether. Oder vielleicht im Nether was bauen. Das wäre vielleicht auch mal eine Aktion, worüber man nachdenken könnte. Glas. Wo steckt mal Glas rein? Kiste voll Dreck. Nahrung. Davon haben wir nichts mehr. Waffen, Bücher und Co. Ja, da tun wir Glas noch mit rein. Will jetzt deshalb jetzt keine neue Kiste aufmachen. So. Faden kommt hier mit rein. Könnte man fast mal einen Bogen mitmachen. Pfeile haben wir. Faden haben wir auch. Federn. Ja, warum nicht? Ein TNT haben wir auch, kann man TNT-Pfeil machen. So. Fichtensetzling auch mit rein. Ja. Nice. Haben was mal ein bisschen sortiert. Auch mal schön die Items wieder reinzukriegen. Ordnung bringen. Was macht die Kuh eigentlich hier mit Klaus? In einem Käfig hier. Werden die da eingesperrt? War ich wahrscheinlich, aber ja. Oh, ein Schwein ist da hinten. Das könnten wir doch glatt zähmen mit Karotten. Oder was? Haust du ab, oder was? Ich suche auch noch nach Wladimir. Das ist nicht Wladimir, das Schwein. Unser Wladimir, der ist mal abgehauen. Ist der schon gespawnt, oder was ist mit dem los?
Ist nichts weiter drin. Okay, das sieht erntereif aus. Können wir mal gucken. Kann man da schon abbauen? Ne, die Melonen seltsamerweise noch nicht. Ja. Frage ich mich auch, wieso. So, Weizen ist schon überreif. Können wir wieder Ernte einfahren. Die Melonen, die wachsen irgendwie nicht. Muss mir auch mal jemand sagen, was da los ist. Wieso die denn nicht wachsen? Das sind gewöhnliche Samen, oder? Wollen wir natürlich keine weiteren Melonen anpflanzen. Können wir mal gleich uns um ein weiteres Beet, eine Beeterweiterung kümmern. Dass wir auch mal die rote Beete und so weiter anpflanzen. Die Kartoffeln und die Sachen, die wir alle mitgebracht haben aus dem Villager-Dorf. Das wäre nicht schlecht. Dass wir da auch mal ernten können. So, nice. Mir bleibt immer noch was übrig zum Weiteranpflanzen. Viel zu viel übrig. Und wir haben wieder 24 Getreide. Ist das nicht nice? Ein Brot haben wir auf jeden Fall genug. Haben wir auch noch welcher Vorrat? Können wir gleich mal gucken. Die Samen wieder rein. Melonenkerne, okay, zum Anpflanzen. Ich glaube, die Samen können wir mal dorthin bringen. Ans Feld. Das, wenn man mal anbauen will, dass das am besten dort ist. Ja, gehen wir doch gleich hier durch die Tür hinein. Muss man nicht immer fallen. Wo ist die noch gleich? Da ist sie. Die Tür zum Keller. Vorausgesetzt, man kommt alle hin. Fällt nicht vorher runter. So, hier wollen wir rein. Nicht den Abhang runterfallen. Nicht springen. Das Leben lohnt sich. Weizen. Können wir wieder Brot draus machen? Hier Brot, ein bisschen Zucker und Ei. Milch fehlt uns noch. Können wir da noch einen Kuchen mal draus machen? Ja, Milch habe ich leider noch nicht bekommen. Brot. Ja, auf jeden Fall können wir mal knuspern. Haben wir genug? Müssen wir uns nicht immer von Fleisch ernähren? Haben wir genug zu futtern? Also 17 Brot haben wir hier auf Vorrat. Ja, hungern müssen wir nicht. Auf jeden Fall Kartoffeln. Pflanzt man die so ein oder? Das sind rote Beetesamen, das ist gut. Pilz. Okay, Karottensamen haben wir nicht. Dann nehme ich mir mal ein paar mit. Hälfte. Ja, ich brauche eigentlich nur wenige. So, hier nochmal die Hälfte. Ja, 6. Hier brauche ich auch nicht so viele. Ja, wollen wir mal schauen, wie es überhaupt geht. Gehen wir mal damit rüber. Da wird schon wieder Nacht. Na holla. Verbringen wir hier so viel Zeit im Keller. Na dann. Ich habe gerade das Arbeitswerkzeug vergessen. Aber holen wir uns morgen erstmal schlafen. Nicht in der Nacht Sachen anbauen. Das wäre blöd. Das wäre komplett blöd. So. Hier mal das Werkzeug aus der Waffenkiste holen. Ja. Die Eisenhacke. Na dann, auf ans Beackern. So, da brauchen wir noch ein paar Zaunelemente und Türelemente. Okay, ja, können wir mal eben craften.
Brauchen wir Sticks für. So sieht's aus. Sticks. Zack, so. Noch ein paar Sticks dazu machen. Dann Eichenzaun, Birkenzaun, Fichtenzaun. Ja, 16, 19 wird reichen. So, Fichtenzaun, Tor bräuchten wir noch. Zwei vielleicht. Wäre nicht schlecht. Zweier, sagte ich. So, sehr gut. Na dann. Sind wir gewappnet. Für den Feldanbau. Feldweiterbau. Bauen wir mal den Acker an. Ja. Können wir vielleicht dort auch weiter ausbauen in der Landschaft. Können wir so nebenan mal ein bisschen was machen. Ja, hier mal den Berg vielleicht abgraben. Und dann können wir hier so ein bisschen, ja, warum nicht, direkt nebenan das nächste Feld machen. Dann können wir eine ganze Feldfarm aufbauen. Der Berg sieht eh schlecht aus. Müssen wir ihn abgraben. Ja, dann graben wir das jetzt noch ordentlich ab. Und dann schaut es aus, als ob wir im nächsten Part mal wieder Landwirtschaft treiben. Feldwirtschaft, Landwirtschaft. Naja. Produziere hier ein bisschen vor, weil ich merke, ich kränke ein bisschen, werde ein bisschen verschnupft jetzt hier, wo es draußen eisig kalt ist und der Schnee fällt und es regnerisch ist, trüb und kalt ist, eisig kalt. Da merke ich, schnupft die Nase schon ein bisschen und ja. Ich schwächle auch ein bisschen. Und ja. Bin ich lieber 3-4 Parts im Voraus. Oder mehr. Wie viel habe ich jetzt gerade aktuell im Voraus? Müsste ich mal nachgucken. Weiß ich nicht. Ein bisschen was habe ich als Puffer. Das, wenn ich krank werde, durchaus mal 2-3 Tage nichts machen kann. Heute habe ich insgesamt schon 3 Videos gemacht, also aufgenommen, nicht gemacht, schneiden muss ich sie noch, das ist das dritte am heutigen Tage. Ja, ist glaube ich auch mal schön, was als Puffer zu haben. Ja, ist klar, dass ihr es dann nicht brandaktuell habt, also dass das ein bisschen ist, dass die Aufnahme gewesen ist. Aber ja, bin ja kein News-Kanal oder so, dass ich irgendwas zu berichten hätte, was da nicht mehr aktuell ist oder ja. Gibt nicht viel, was bei mir da dran liegen könnte. Ja, das wird jetzt ja ein bisschen doll langweilig, wenn ich den Berg hier abbaue, aber ja, ich kann ja parallel ein bisschen quatschen, ein bisschen labern, wie ich es gerade tue. Eine Spitzhacke wäre dann vielleicht ein bisschen besser, aber ich bin zu voll rüber zu laufen, um eine Spitzhacke zu holen. Für das Stein wäre es vielleicht nicht gerade schlecht, aber was soll es. Bauen wir halt mit Zaun ab. Vielleicht werde ich auch gleich rübergehen und mir eine Spitzhacke holen, aber ja. Ich hoffe auf mehr Erde. Gerade weil wir da auch anbauen wollen, sollte der Berg hier nicht so sehr aus Stein bestehen. Ja. So viel dazu. Ist auch schön wegen Arbeit und so weiter. Wenn man ein bisschen was an Puffer hat,
nun mal dann auch noch dazu kränkelt und krank wird. Versteht ihr, was ich meine? Dass man mal auch mal einen Tag mal frei machen kann. Und sich zurücklehnen kann, mal ein bisschen entspannen kann. Ich wollte euch sagen, was ich so jetzt vorproduziert habe. Ich habe... Ich glaube, 6 müssten es jetzt sein. Bin ich nämlich ganz irre. Heute, wo ich das jetzt aufnehme, kam die letzte Testsache mit... Mir ist das Strategiespiel nicht Stratego, sondern Stratego ist was anderes. Ich bin auch ein bisschen durcheinander. Risiko hieß das. Risiko letztes, das kam heute online. Da wisst ihr, wann ich das aufnehme. Hab da eine Zeit. Und ja. Morgen noch Minecraft. Habe ich noch ein paar Minecraft-Parts, die jetzt nacheinander kommen. Ich glaube, 2 müssten es sein. Dann sind es 5 jetzt mit den 3. 5, die ich vorproduziert habe, die ich im Voraus habe. Ja. Öha. Ist die Erde gerade durch den Brunnen gefallen? Ja. Alles klar. Ja, nehmt es mir nicht übel, dass ich vorproduziere. Mache ich ja eigentlich immer. Ich sag's bloß nicht. gerade Minecraft. Da machen wir uns nichts vor. Das nehme ich gerne am Wochenende auch gerne 1-2 Stunden am Stück auf. Und dann habt ihr halt, wenn ich jetzt 2 Stunden am Stück aufgenommen habe, habt ihr halt 4 Parts. So etwa, ja. Meistens sind es 4 Parts. Ja, kann man sich ausrechnen, wenn ich am Samstag 2 Stunden lang Minecraft aufnehme, wie habe ich dann wohl vorproduziert? Ja, das wüsst ihr doch schon längst. Jetzt tut nicht so, als wäre es nicht längst offensichtlich, als wäre es nicht klar, dass ich vorproduziere. Tut nicht so, als wäre es was Schlimmes. Also wird das nicht jeder tun. Ist doch blöd, wäre doch blöd, wenn ich jetzt... Also, das könnte ich auch gar nicht machen. Also so ein bisschen vorproduziert ist immer. Ich muss ja auch arbeiten. Also realistisch gesehen ist das doch... ja, wenn ich... Ich lade meine Videos immer... Also meine Videos kommen um 14 Uhr immer online. Denkt ihr, ich sitze hier um 12 Uhr, 13 Uhr da und kommentiere Videos? Und ich glaube, wenn ihr das mal denkt, sage ich mal, nee, das ist nicht so. Ich gehe arbeiten von... Wann gehe ich arbeiten, ist ja auch egal. Muss ich nicht sagen. 8 Stunden am Tag, von morgens bis abends. Und nehmen dann abends auf. Dann ist, ja. Ist klar, selbst wenn ich was tagesaktuell aufnehme, also wenn ich was für morgen aufnehme, ja, gerade ist Abend, wenn ich das aufnehme. Überraschung. Und ja, selbst wenn ich das für morgen aufnehmen würde in dieser Part hier, dann würde ich das jetzt, die Uhr sagt gerade 19.30 Uhr, ganz genau. Dann wäre es trotzdem ein paar Stunden im Fahrzeug. Also, ja, ich gehe schon wieder davon aus, dass sich jemand beschwert, aber ja, wahrscheinlich tut es auch keiner. Ich verstehe es ja auch ein bisschen, dass man jetzt keine uralten Videos haben will. Die ich von so und so langer Zeit aufgenommen habe. Ja,
Sie sind ja für euch neu. Deshalb sage ich es auch meistens nicht, um euch mal die Illusion zu lassen. Ja, sorry. Ist doch das Gleiche, oder? Ob ich das nun letzten Samstag hier aufgenommen habe oder ob ich das gerade jetzt live zu euch sprechen würde. Ja, live wäre jetzt ein bisschen was anderes, ist klar. Aber versteht, was ich meine. Ist ja das eine und das gleiche. Ja, da war auf jeden Fall schon einiges abgetragen. Da kann man hier ein bisschen was draus machen. Kann man mal gucken. Haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen Stoff für die Dreckkiste. Ja. Und hier mal ein bisschen vollfüllen. Habe ich ein bisschen Zeitraffer gemacht gerade. Na, dann würde ich sagen, ich glaube, dieser Part ist schon ein wenig lang, ist schon lang genug. Dann sage ich mal, Daumen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwang fast verpassen wollt. Ich dachte, da wäre gerade oben ein Huhn, aber das ist nur eine Kirche. Ja. Habt dann einen angenehmen fürstlichen Tag. Ihr habt euch wohl. Man sieht sich in einem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Bis dahin. Haut darin. Ciao, ciao.